Das ist es. Das Ende. Ark wird fallen. So oder so, wir können nichts dagegen tun. Wir können nur hoffen, dass wir überleben werden. Herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu einer weiteren Folge von Skyrim Enderal. Ark wird überrannt. Die Niremesen sind in der Stadt. Verräter einmal mehr haben sich unter uns breit gemacht, in unseren Reihen und haben uns den Feinden zum Fraß vorgeworfen. Wir müssen jetzt nur noch versuchen, über geheime Schleichwege in die Unterstadt zu gelangen und die Welt vielleicht doch noch zu retten. Kalia. Saira. Kein schöner Anblick, was? Nein. Und so unnötig. Ich meine, wie verblendet muss man sein, um zu denken, so ein Massaker sei etwas Rechtes, etwas Gutes. Naja, was meinte der Großmeister? Wie sollen wir in die Unterstadt kommen? Er meinte ein Schachtsystem im Königsberg. Es gibt ein Schachtsystem im Königsberg, über das im Notfall Giftgas in die Unterstadt hätte geleitet werden sollen. Wir könnten es nutzen, um hinabzusteigen. Ein für Völkermord entworfenes System entpuppt sich als unsere Straße zur Rettung. Wenn das Schicksal eines hat, dann einen Sinn für Humor. Ich sag's dir. Naja, ich hätte noch eine Frage an dich, bevor wir gehen. Ja? Wenn alles so kommt, wie Arantial es vermutet, wirst du dich ergeben? Scheiße. Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir ja noch gar nicht gestellt habe und über die ich jetzt erst einmal nachdenken müsste. Kämpfen oder sich ergeben? Prinzipiell möchte ich diesen Niremesen alles zurückzahlen, was sie uns angetan haben, was sie allen angetan haben durch ihre Verblendetheit und vollkommene Dummheit. Allerdings möchte ich nicht einfach aus dem Tor hinausstürmen und einfach wahllos irgendwelche Leute niederbetzeln und dann mal gucken, wie ich wegkomme. Ich würde mich, so wie es auch zum Charakter ein bisschen passt, eigentlich verstecken, herausschleichen und vor allem dann erstmal hier so ein paar gewisse Anführer niedermetzeln. Also die Köpfe des Ganzen, die kompletten, die Ultra-Fanatiker im Endeffekt. Aber das steht hier einmal mehr nicht zur Debatte. Einmal mehr muss ich eine Entscheidung treffen, die ich so nie treffen würde. Vielleicht hat Arantea ja recht und wir könnten so ein Zeichen setzen, ich weiß es nicht. Ich meine, es wäre Verschwendung von Leben. Man würde noch mehr Leute unnötig töten, wenn das Ganze überstanden wäre. Man würde sie töten und naja, vielleicht gibt es eine Chance zu überleben. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Es ist relativ wahrscheinlich, dass die Niremesen einen einfach töten werden. Denn, naja, und sie werden wahrscheinlich auch weitermachen und alles hier erledigen, was sie erledigen können. Deswegen würde ich tatsächlich versuchen zu überleben und, wie gesagt, die Anführer zu erledigen, damit man vielleicht auch ein paar Arker retten könnte. Denn, wenn ich mich jetzt ergebe, dann, wenn wir uns jetzt alle ergeben, dann werden wir alle getötet. Und dann werden die Niremesen wahrscheinlich ganz Enderal töten, so wie sie es bisher schon getan haben. Wenn wir uns jetzt nicht ergeben, sondern kämpfen, dann werden wir Niremesen töten. Die Frage ist natürlich, töten wir mehr Niremesen, als Niremesen Enderaler töten würden. Und außerdem, wenn wir jetzt einfach so wild kämpfend aus dem Tor herauspreschen, töten wir nur ein paar mehr Niremesen. Und die Niremesen werden hinterher trotzdem alle Enderalea töten. Das bedeutet, das einzige wirklich Gute wäre hier, nicht aus dem Tor herauszupreschen, aber sich auch nicht zu ergeben, sondern einfach sie aus dem Hinterhalt zu erledigen, einen Guerilla-Angriff auf sie zu führen, was weiß ich, irgendwas in der Richtung, die Anführer zu töten. Das wäre meine Vorgehensweise, die wir hier nicht machen können. Andererseits, während man einen Guerilla-Schlag oder sowas vorbereitet, würden sie trotzdem Enderalea töten. Das heißt, vielleicht ist das trotzdem nicht die beste Idee. Ich weiß es nicht. Es gibt keine gute Entscheidung. Mal wieder. Kann das Spiel sehr gut.
Ich möchte mein Leben nicht fortwerfen. Ich möchte eigentlich mit ihr zusammen überleben. Wegen uns beiden. Es erleichtert mich, dass du das so siehst. Warten wir ab, was geschieht. Vielleicht können wir durch das Tunnelsystem ja aus der Stadt fliehen, wenn alles vorbei ist. Zum Beispiel. Ich gehe schon mal runter. Komm einfach, wenn du soweit bist. Ein Scheiß, ey. Na gut, dann schauen wir mal. Es ist alles so sinnlos und unglaublich schrecklich. Es ist wirklich, wirklich, wirklich traurig. Aber, naja. So ist es halt, ne? So ist es halt, das Leben. Mal fast zum Gruß. Mal fast zum Gruß, ja. Du bist ja gut gelaunt, mein Freund. Du bist ja richtig gut gelaunt. Das ist schön, das freut mich. Wenigstens einer hier hat noch irgendwie relativ gute Laune. Nein, ich stehle jetzt nicht nochmal was hier. Vergiss es. Ich habe, glaube ich, die ganze Zeit den Sonnentempel nicht bestohlen. Dieser eine Goldbeutel war das Einzige, was ich sage mal, gestohlen habe bisher. Was wäre ihr... Oh nein! Wo ist euer Fleisch? Ihr habt kein Fleisch. Ihr habt kein Fleisch. Scheiße. Es ist so... Es ist schrecklich. Wir sind tot, Leute. Ich meine... Wahrscheinlich werden die Leute oben vom Wahnsinn ergriffen und sich gegenseitig umbringen, bevor wir zurückkommen. Das ist eine für meine Verhältnisse und für meinen Geschmack etwas zu wahrscheinliche Möglichkeit. Eine etwas zu wahrscheinliche Wahrscheinlichkeit. Mir fiel die ganze Zeit kein Synonym für Wahrscheinlichkeit ein. Es war gerade mein Gehirn manchmal. Schrecklich. Ich werde versuchen, nicht so wie in der ersten Folge der neuen Aufnahmestaffel, Folge 97 und auch Folge 98 zum Großteil, so hibbelig zu sein, wie ich da war und die Stimmung nicht zu versauen. Oh Gott! Verzeiht mir jedoch, wenn ich hier einfach mal verhindern möchte, dass mir das Ganze zu nahe geht und dass, egal, wie gesagt, Gott, warum stecke ich meine Waffe überhaupt weg? Und warum werden uns solche Gegner entgegengeworfen? Ach, Kinder. Ich esse mal zwei Brezeln und eine Cremetorte. Während man verdaut, kämpft man ja immer noch am besten, nicht wahr? Und auch sehr nett von unseren Kameraden und Gefährten, dass sie bereits den Weg freigeräumt haben, nicht wahr? Das alles ist mir... ist wirklich kreativ, Arantea. Verzeiht mir bitte mal ganz kurz, es ist irgendwie gerade etwas laut. Meine Hochachtung. Sie sind da. Wow. Kommt. Das ist ein sehr beeindruckender Tunnel hier. Oder ein sehr beeindruckendes Gewölbe. Interessant. Wie funktioniert das, Großmeister? Es ist ein Siegel. Und es reagiert nur auf das Schwert des Großmeisters. Oh, du hast dein eigenes Schwert. Das wusste ich noch nicht mal. Okay, na dann könnten wir ja schon mal wetten, dass wir hier, wenn die Quest bedeutet, durch den Tunnel zu folgen, auf einiges an Widerstand stoßen werden. Wow. Es ist ein verdammt tiefer Tunnel, aber wir... Ah, seht ihr, es war zu erwarten. Ich habe überlegt, welche Gegner könnten sie uns hier entgegenwerfen. Es sind Kristallgeister, die ergeben sogar Sinn. Vor allem, weil sie die am nervigsten anzugreifenden Gegner schlechthin sind. Aber nun gut. Ah, ihr seid schon weiter. Mich gewundert, wo sind sie alle hin? Alter Schwede.
Schaut euch mal an, was er da für Zauber rauslässt. Die sind beeindruckend. Greifst du nicht Kalia an? Wow. Das ist krank. Das ist einfach nur krank. Wir geben uns gerade wirklich... Der Orden, ne? Der Orden ist schrecklich. Was der hier angelegt hat. Falls ihr euch fragt, die drei Schleusen dort oben enthalten die Sternlingsmaschinen für das Giftgas. Wir öffnen aber nur das Gatter zum Tunnel. Ey, wer von uns wird jetzt nachher noch die Schleusen öffnen? Ich vermute, eine Schleuse hätte für das Gift nicht ausgereicht. Hätte es nicht, nein. Insgesamt gibt es 8 Ausgänge in die Unterstadt. Wir werden den am Marktplatz benutzen. Laut Merayil befindet sich dort ein geeigneter Eingangspunkt zur Stadt der Pyrea. Es ist natürlich unglaublich, naja, nüchtern einfach. Also, pragmatisch. Also, kann man nicht anders sagen. Wenn es zum Aufstand käme, könnte man ihn so am besten eindämmen. Giftgas runterlassen. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich in dieser Situation wäre... Wäre ich nicht dieselbe Person, die ich jetzt bin, deswegen würde das wahrscheinlich nicht für mich selbst sprechen, aber es wäre wahrscheinlich eine Sache, die man zumindest in Betracht ziehen könnte, um eventuelle Aufstände einzudämmen, wenn man die Macht unbedingt erhalten möchte. Dass Aufstände eigentlich immer einen gewissen Grund haben, ist natürlich klar, weil diese hier wahrscheinlich von der Ralata angeführt worden wären. Aber wir haben gesehen, wie die Unterstadt aussieht. Diese Leute können sowieso nicht ordentlich kämpfen. Es gibt noch so viele Sachen, die wir noch nicht gesehen, die wir nicht erklären konnten oder die uns bisher irgendwie vollkommen abhanden gekommen sind. Dieses Gerät zum Beispiel in der ersten Höhle, die wir gesehen haben. Warum haben wir das nie wieder gesehen? Warum sind wir dahin nie wieder zurückgekehrt? Ich hätte eigentlich hundertprozentig erwartet, dass irgendwas es damit auf sich haben würde. Aber scheinbar war dem nicht so. Jämmerlich. Ich sag's dir. Das war fast schon zu einfach. Nicht, dass ich mich wirklich beklagen würde. Okay, bevor ihr weitergeht, ich würde mir mal ganz kurz hier ein bisschen den Kram anschauen. Wir haben nämlich ein paar Irrlichter, ein Malertrank war da natürlich auch noch. Okay, das war's, aber... Oh oh. Ah, okay, wir können rausspringen. Huh! Das war gerade... Kurzer Panikmoment. Leute, wo seid ihr? Oh. Okay. Okay, okay, okay. Fokus, Struppi, Fokus. Fokus, Horst, Fokus. Nicht ablenken lassen, sondern dem Weg folgen. Es könnte zwar tolle Geheimnisse geben, die ich hier verpasse, weil ich mich etwas hetzen lasse. Alter Schwede. Fokus, Kalia. Fokus. Dieser Magier ist heftig. Mit dem möchte ich mich nicht anlegen. Das waren alle. Islan, wie auch immer. Der ist wirklich krank. Bestimmt ist da unten was. Ah, ich hasse es, durch die Gegend gehen zu müssen, um wissentlich Geheimnisse zu verpassen. Ich weiß gar nicht, warum ich den Helm jetzt mitgenommen habe. Eins muss man allerdings sagen, diese Gegend hier ist trotz des Hintergrundes sehr schön gestaltet. Wow, auch wieder mein Lob dafür, dass die Entwickler einfach echt wissen, wie man Gegenden gestaltet. Da können sich sehr viele Spieleentwickler noch, also hauptberuflich oder wie auch immer Spieleentwickler noch einiges von abschneiden, eine ganz schöne Scheibe. Denn mir fällt gerade kein Dungeon ein, der wirklich langweilig gestaltet gewesen wäre
Oder der wirklich, der irgendwie... Also kaum einer hat wirklich einem anderen Dungeon geähnelt. Alle Dungeons hatten irgendwas, was sie besonders gemacht hat. Kämpfe in der Unterstadt, natürlich. Wow. Da wären wir. Ihr kennt die Gegend am besten, Prophet. Geht vor. Alter Schwede. Alter Schwede. Ihr werdet uns nicht aufhalten. Nee. Alter Schwede. Ja. Kämpf am besten noch gegen mich. Ah. Die interessantesten Bündnisse entstehen, was? Einmal kämpft die Besessene zusammen mit dem Plünderern. Ja. Ich würde ihm am liebsten jetzt nicht hinterherrennen. Das Problem ist, dass unsere ganze Gruppe auf ihn es abgesehen hat. Und dass wir ihn deswegen erledigen mussten. Ansonsten wäre ich jetzt einfach weitergegangen am liebsten. Na gut. Ich wollte gerade... Irgendwas hatte ich gerade gesagt. Nur habe ich es durch diesen Kampf jetzt vollkommen vergessen. Ja, Nerimesen. Alter Schwede. Schaut euch mal an, wie viel die aushalten. Die Hohen werden uns erheben. Ihr werdet die Läuterung nicht aufhalten. Okay, die sind alle fanatisch. Ich weiß nicht, ob die... Ob auch nur einer von denen deut besser wäre als... ach, ich weiß es nicht. Eigentlich müsste man sie alle erledigen. Hi! Na, mein kleiner Kampfmagier. Ah. Okay, wow. Die hauen rein. Ob ich das aus... ob ich das hier überstehen werde? Ich weiß es nicht. Und die Lichtgestalt, die Malphas war, wandte sich ab und reckte die Hände gen Himmel und tausende von Blitzen schossen herab. Mit lautem Krachen zerschlugen sie die armselige Hütte von Selna und Ketaron und sie zerschlugen die elendige Stadt um sie herum. Ja, sogar jene, die trotz der Offenbarung der Lichtgeborenen noch zweifelten und deren Seelen verdorben waren, zerschlugen sie. Der Geruch von Qualm und Asche erfüllte die Luft. Meine Gruppe ist einfach nicht stealthy genug für den Kram hier. Ah, ich mache keinen Feuerschaden mehr. Ich könnte mal wieder meine Waffe aufladen. Meine Waffe? Du möchtest aufgeladen werden. Kaum was dabei. Schade. Ich habe meine ganzen Seelensteine halt mittlerweile schon abgelegt, ne? Wow. Alter Schwede. Das ist doch krank, Leute. Das ist doch einfach nur krank. Ja? Das ist der Ort. Sharen, ihr seid dran. Gut. Geht in Deckung. Beeindruckend. Entropie. Geht vor, Prophet. Ihr wisst, wonach wir suchen. Tja. Ich muss sagen, ich mag Sharim wirklich. Sharim ist ein wirklich sehr geiler Charakter. Er, vor allem... jetzt muss ich wieder Worte finden. Also ich mag einfach sein Wesen. Er ist,
leicht sarkastisch. Das finde ich auch immer, upsala, ganz schön. Oh oh. Zaira, du bist blass. Wieder das Echo, richtig? Ja. Aber es war irgendwie anders. Anders? Vermutlich, weil wir uns dem Epizentrum der letzten Läuterung nähern. Wenn wir also nur der Intensität des Echos folgen, müssten wir über kurz oder lang zum Tempel gelangen. Das war krank. Ich mag seinen krassen Sarkasmus und sein zweifelndes Wesen. Allerdings mag ich vor allem an ihm, dass er, obwohl er dieses ganze Gottesstaatliche hier überhaupt nicht ausstehen kann und bei weitem kein gläubiger Mensch ist. Kirash, Verlorene. Aber was ist mit ihren Augen? Die Horn. Sie wollen uns daran hindern, den Tempel zu erreichen. Sollen sie es nur versuchen. Und trotz allem kämpft er mit diesem Orden zusammen, weil er einfach weiß, dass er das richtige Ziel verfolgt. Er ist kein Mensch, der auf blinde Prinzipien pocht, um unbedingt diesen treu zu bleiben, wenn er dabei aber trotzdem den Untergang der gesamten Welt quasi herbeiführen würde, während er auf seinen Prinzipien pocht. Nein, er gibt seinen Prinzipien eher auf, er hasst sich vielleicht dafür, aber er weiß, dass er das Richtige macht und lächerlich. Das finde ich sehr, sehr schön, weil es einfach sehr sympathisch ist. Als einfach mal jemand ist, der sich mit Dingen auseinandersetzt und nicht einfach blanken Verallgemeinerungen durchs Leben rennt, sondern halt, wie gesagt, jede Situation, so schätze ich ihn zumindest bisher ein, oder so habe ich ihn bisher zumindest interpretieren wollen, er betrachtet jede Situation unter den gegebenen Umständen und bewertet darauf dann das Ganze. Übrigens beschäftigt mich gerade die ganze Zeit, dass ich mir zumindest einbilde, dass das in der Vision Aranteals Stimme war. Das gefällt mir nicht. Ich glaube allerdings, dass hier vor allem das Echo ist ja, wie gesagt, ein Echo der Vergangenheit. Und da wir hier uns gerade in der Stadt befinden, in der die Läuterung stattfand, bedeutet das wahrscheinlich, dass wir hier gerade nicht irgendetwas erleben, das sich auch für uns wiederholen würde, sondern dass wir hier vor allem etwas erleben, das sich wie gesagt, vor langer Zeit mal abgespielt hat. Würden wir... Verzeiht mir, dass ich gerade wieder mal ein bisschen durcheinander rede. Es fällt mir etwas schwer, die Gedanken zu ordnen. Würden wir zum Beispiel, oder wäre im schlimmsten Fall der Fälle, die Läuterung nicht aufzuhalten, würden wahrscheinlich Leute, die durch die Ruinen Arks spazierten, irgendwann mal, würden wahrscheinlich diese dann in den Ruinen Arks und nicht hier unbedingt. Also der jeweilige Prophet würde dann in den Ruinen Arks und nicht hier die Echos erhalten, wenn ihr versteht, was ich meine. Zumindest hoffe ich das. Ich hoffe nicht, dass Aranteal irgendwas machen wird. Beim Namen der Sonne, das ist wunderschön. Und gefährlich. Seht ihr den Turm dort vorne? Vielleicht können wir über ihn nach unten steigen. Kommt. Gefährlich ist gut, ja. Warum ist Kalia gerade vorgerannt? Er hat uns verraten! Er und die Tempelwächter! Sie haben Jakal die Tore geöffnet! Ihr hättet die Wahl! Ihr hättet wählen können zwischen Ignoranz und Frieden, aber ihr habt euch falsch entschieden! Jetzt zahlt euer Volk die Strafe dafür! Sterbt! Ja,
Das ist genau das, was oben geschehen ist. Okay. Was habt ihr gesehen? Scheint, als seien die Pyreen auch verraten worden. Ich habe die Stadt in Flammen gesehen. Und der das getan hat, hatte ähnliche Beweggründe wie Koarek. Was? Das heißt, was wir tun, haben die Pyreer auch getan? Wir handeln immer noch vollkommen nach dem Muster. Aber soll das heißen, alles, was wir bisher erreicht haben, hat keinen Unterschied gemacht? Die Sternstadt, der Siegelstein? Es heißt nur, dass die Stadt der Tausend Fluten derselben Intrige zugrunde gefallen ist wie Ark. Mehr nicht. Wir das stimmt. Wir sind die erste Zivilisation, die der Entzündung des Leuchtfeuers so nahe steht. Das spüre ich. Und jetzt haben wir gerade den Text, der da unten rumbackt. Sehr schön. Meine Lieben, ihr kennt das, wir sehen uns gleich wieder. So, weiter geht es. Thealor, du möchtest führen, habe ich gehört. Dann führe bitte. Ich folge dir einfach nur. Wir folgen dir. Alles nicht schön hier. Alles ganz und gar nicht schön hier. Also die Stadt sieht sehr schön aus, doch. Aber... ihr wisst, was ich meine. Das zum Beispiel. Übrigens erinnert, könnte das Ganze hier gerade, das finde ich wiederum ziemlich geil, eine Dark Souls-Karte sein. Das könnte hier definitiv irgendwie in Dark Souls so vorkommen, in einem dieser Dark Souls-Spiele. Es erinnert sehr stark daran. Stilistisch und generell sind das meistens relativ, alte Ruinen. Ach Gott, mein PC packt das Ganze nicht. Es rucke schon ziemlich stark, die ganzen Wassermassen. Und die Wegfindung der... Oh nein! Leute, ist nicht gerade die beste. Wow. Da hat sich Thealor gerade teleportiert und ja. Aus der Richtung scheint alles gekommen zu sein. Zumindest sind die, Leichen gerade alle in die eine einzelne Richtung ausgerichtet. Und es werden mehr. Oh Gott, es werden immer mehr. Oh Gott. Ah. Hey. Huiuiuiuiui, Thealor. So. Lächerlich. Ich sag's dir. Aber ihr seht es, ne? Es werden immer mehr von diesen Leichen. Da hinten ist das Epizentrum des Ganzen. Dieser Tempel ist das, was wir suchen. Es kann nicht anders sein.